Willkommen zurück bei Black Tree Gaming, Green Hell, Co-Modus mit Achim und dem Phil, servus. Hallöchen. So. Ja, wir sind weiterhin hier am uns wieder aufbauen, nachdem uns die Ureinwohner überfallen haben. Ja, das Knochenzünderfleisch ist jetzt wieder verbrannt, super Sache. Wie zerstöre ich eigentlich Sachen? Rechts und dann gibt es Stapel zerstören, dann macht er alles, was drin ist, kaputt oder zerstören. Das geht bei mir nicht. No. Mist. Ne, geht bei mir nicht. Wirklich. Also es geht nicht alles. Also man kann nicht alles immer... Ja, klar, aber bei mir geht's gar nicht. Ich habe schon öfters probiert. Egal. Den Wasserfilter sollte man vielleicht auch mal bald fertig bauen, weil wenn die Ureinwohner kommen und uns oben belagern, dann sparen wir wieder kein Wasser. Da sind das alles lange Stücke erstmal, ja? Ein Arsch voll lange. Fünf lange Stücke erstmal. Da liegt er auch noch rum. Also ich habe jetzt schon fünf lange Stückchen. Ich habe auch gerade noch vier. Wo liegt er denn da? Da. Ich schmeiß es jetzt gerade unten hin. Ja, wir brauchen sie eh oben in der Wand. Das stimmt, ja. Kannst du den dran stecken. Oder wir bauen halt gleich noch irgendwas weiter. Was gibt's denn da noch? Wir brauchen hier acht lange Stücke, Phil. Ja, also. Kannst du gleich weiterbringen. Ins Leben. Kümmere ich mich um den Lehm? Ich kümmere mich. Also ich sammle jetzt erstmal hier hinter das Holz ein. Hier liegt ein A und noch richtig viel rum. Und Steine brauchen wir dann auch. Aber die haben wir brauchen wir da nicht auch noch Bambus-Scheiße? Ja, stimmt. Aber die kriegen wir, wenn wir durch das Labyrinth auf der anderen Seite laufen, glaube ich. Sicher? Ja, ich glaube. Ja, aber es ist nicht gleich, sondern ein Stück weiter. Dort ja, ja, ein Stück weiter, ja. Oder sogar oberhalb am Ding, weiß gar nicht, ob da jetzt auch was war, mit Bambus. Wo man hochgeht, da, weißt du? Ja. Hinten in der Ecke. Ich kann vielleicht mal ein bisschen Expedition machen. Schöne Matsche-Matsche-Bambe, Matsche-Matsche-Bambe. Ah, Leguan-Falle, wollte ich nochmal so eine kleine ausprobieren. Ey, faul! Trinkt er nicht einfach ab. Und geht's gleich nochmal. Gelb-rote Karte. Ganz klare Sache. Ist los immer? Ja, super. Kann ich den Schokoriegel nicht hochwerfen? Probier's. Das wäre mal was. Du könntest mal einen richtigen Schokoriegel hochwerfen. Ja. Oh, so ein Snickers oder so ein Mars. Das wäre jetzt was. Dann gleich Steine, glaube ich. Ne, der Bambus stoppt zuerst. Oh, das war zu klar. Ja gut, dann gehe ich gehst mal du? Darüber. Also guckst mal oben. Ich bin mir unsicher, aber ja, ist auch einfach.
Also wenn, dann musst du, glaube ich, irgendwie weiter links halten oder so, oder weiter oben, also geradeaus laufen. Ja, ich habe mich jetzt gerade nochmal gescheit verpflegt. Ich marschiere mal los und dann werden wir es schon sehen. Ich hole mal noch Steine. Hier oben. Bauen wir nachher auch oben. Nochmal Stucki. Der Stocksucher können wir unseren Hund gebrauchen. Der schleppt ständig Stücke an. Bambusel, Bambusel. So, unsere treuen Zuschauer. Beziehungsweise, nee, ich glaube nicht. Waren wir nicht ganz am Anfang von dieser Folgen, dieser Staffel, Entschuldigung, mal auf Bambussuche? Ja. Ja. Mehrmals. Mehrmals. Also, das war noch da, wo ich dann mal im Camp die ganze Zeit geblieben bin, wo ich irgendwann mal einen Koller fast schon gekriegt habe. Ja, genau. Ah, weil du ja nicht rauskommst, wegen. Ja. Weil ich dann nicht wusste, dass man da sich Rüstung bauen kann, damit man gegen die Ureinwohner eine Chance hat. Genau. Ah, apropos, das kann ich nachher kleiner machen. Bau uns einfach mal Rüstung und schmeiß die oben hin. Das kann ich machen, ja. Bananenblätter haben wir ja. Sag jetzt nicht, die Steine fallen runter. Doch, doch, manchmal fällt es durch die Decke durch. Oh. Ich bin jetzt mal bei dem großen Dorf da. Einmal oben rummarschiert. Okay. Ach, immer was Blödes. Da ist ein Wasserfall. Muss ich da waschen? Weiß ich nicht. Nee, passiert natürlich nichts. Großer Stein mehr. Weiter. Puh, sieht aber auch eher mager aus mit Bambus hier. Bist du jetzt noch oben im Ding, oder? Ne, ich bin jetzt unten bei dem Dorf. Also im zweiten Camp mitten in dem See, da hatten wir genug.
Aber ich habe ein Schwein geschlachtet, zumindest Ibis. Ja, ist ja. Ui. Mach ihn nicht zu schwer beladen. Ich sammle jetzt gerade, nicht dass ihr euch jetzt hier wundert, was ich jetzt mal mache. Ich sammle jetzt gerade mal kleine Stücke auf, damit ich die Schutzpanzerung bauen kann. Oh, das ist ein langer Stock. Ach, oh, sowas. Blödes. Ja, der einfach so zwischendrin da. Und gleich noch ein Schwein gekillt. Ja, super. Also hier unten bei dem Dorf, da gibt es Schweine. Ja, was heißt bei dem Dorf? Wo? Also bei dem großen, runden UFO-Dings. Achso, ah. Sag ich jetzt mal. Das war durchs Labyrinth, das da durch, oder? Ah. Ja, ich bin jetzt eigentlich außenrum gelaufen. Also ich bin quasi die Kletterstelle hoch und dann einmal immer links gehalten im Bogen. Los, ja. Na toll, ein Parasit. Was hast du wieder gegessen? Eigentlich gar nichts. Aber ich habe mir ein paar Siegen eingehandelt. Hier sind Pilze. Ja, wegen einem Pilz bin ich jetzt überladen. Naja, ich habe einen Pilz dazu gepackt. Gut, der wiegt halt 100 Gramm oder so. Ja, 100 Kilo. Aber glaubst du, selbst kriegen die Stöcke nicht so? Ich mach mich mal on the way back. Mhm. Bambusen habe ich hier leider nicht gefunden. Gar nichts. Scheiße. Nothing.
but very much for flaking. Und schon wieder überladen. Es gibt's doch nicht. Was sammelst du denn die ganze Zeit ein? Ich habe jetzt gerade zum Beispiel noch Ara-Fleisch gefunden. Also so ein Papagei, wegen der Federn. Ich bin die ganze Zeit so ein Wasserschwein vor mir her, aber das kann ich auch nicht killen, weil ich es nicht mit heimbringen kann. Maden. Also hier unten ist ja echt ein reines Füllhorn. Das ist brutal. Ein Füllhorn an Nahrung. Mineria gibt's auch. Schon wieder so ein scheiß Vogel. Kann den doch nicht liegen lassen. Brauchen die Kackfedern. Nee, brauchen die Federn, ne? Den Federn. Hat ja bald die Pfeilproduktion gegeben. Ich finde es ein bisschen komisch, wir haben schon lange keine Besuch gehabt. Ich werde mit dir, wir kriegen den sowieso bald. Kann gut sein. Bambus gibt's hier leider nichts. Ich komme jetzt aber erstmal heim. Bring das Zeugs zurück. Vielleicht kannst du dann auch demnächst mal ein Feuer anzünden. Und das Fleisch gleich rüsten können. Gutes Schweinefleisch bringt Fett. Würde ich sagen, machen wir eine kleine nochmal eine Expedition in die andere Richtung, als ich jetzt gegangen bin. Vielleicht gibt es da irgendwo Bambus. Also ein Wasserfilter, der wäre eigentlich schon richtig wichtig. Ja, ja, vor allem, wenn die Trockenzeit kommt. Ja, das wäre auch noch. Hier geht's wieder Eisenerz. Oh, so. In den Höhlen. Aber du kannst nichts mitnehmen wahrscheinlich, ja? Ich hab nur leider keine Kapazitäten mehr. So, was brauchen wir jetzt noch? Was ist das? Bananenblätter brauchen wir. Bananas. Fehlt mir jetzt, ehrlich gesagt, jetzt noch zwei Stücke durch. Das geht echt durch. Komm, gut. Wo sind die Stückchen? Hol mal eine Blecke her, komm. Sollen wir die Stückchen suchen, ja. Ist aber klar, dass das jetzt erlegt.
Ist eher so eine Pelletsfabrik. Bin ich jetzt gerade erschrocken, so jetzt ist gerade die Sonne aufgegangen. Hm. Ah ne, Sonnenuntergang. Warum wurde es aber so hell? Ich hab Angst gekriegt. Also ich hatte jetzt fast, ne, ich hatte 10 Kilogramm Knochen mit dabei. 10 Kilo Knochen? 10 Kilo Knochen. Okay. Oh. So ein langes Stück. Hier liegt noch ein langer Stock, direkt ja, vor der Hütte. Nein, 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 die brauche ich nicht. Ich habe die langen Stöcke jetzt extra aufgehoben. So. Ich wollte normale Stöcke. Ja, das brauche ich auch. Das Feuer oben. Ja, ich baue jetzt gerade noch eine Rüstung, dann hast du wenigstens alle Rüstung. Und du? Ich habe schon. Okay. Ich war fleißig. Also, deine Rüstungsteile liegen da unten. Mhm. Ein Bananenblätter. Muss erstmal Zeugs loswerden. So. Holz, oder? Ja, Lagerkiste vielleicht mal fertig bauen. Ja, da brauchen wir Bretter. Jetzt erstmal. Okay. Aber wegen dem Feuer meine ich jetzt, wegen Ding. Wegen der Pilze. Das habe ich jetzt gerade. Was, Pilze? Fleisch. Ja, das habe ich jetzt schon gerade gerichtet, ich zünd's gerade an. Okay. Bisschen Wasser könntest du mitbringen. Kann ich super machen. Müsste ich glaube ich sogar noch dran haben. Nein, das ist nicht ganz so. Jupp. Na, das wird doch ganz hübsch da oben, wenn wir dann mal fertig sind. Immer dann mal fertig sind. Knochensuppe wird gemacht. Supi. Brauchst du noch Bananen zufällig? Eine habe ich jetzt gerade noch. Also wenn man noch eine hätte, wäre super. Habe ich gerade vor mich hingeschmissen. Schau mal, wie geil ich die gestapelt habe. Super. Hättest du so gewollt, hättest du nicht geschafft. Natürlich. Ich schaffe alles, was ich will. Ich trinke mal einen Schluck. Sorry, ich hab mich gerade. Hab's gerade gemerkt. Wasch schon mal Wasser rein. Mhm. Hat noch mal schau schon rein. Supi. Aber wir haben hier sogar fast schon überall ein Dach über dem Kopf. Ja, fehlt noch das eine da. So, kann man jetzt hier auch mal zumachen. Suppe ist fertig. Wand, ich komm gleich. Jetzt gibt's gleich lecker Schweinefleisch. Ach, verdammt. Super Sache. Mal da ein Fenster da reinmachen? Ja, unbedingt, weil da gibt da Helligkeit. So, halt, ich wollte das überessen. Yeah! Vollgepowert. 60 Protein. Das Fleisch ist brutal. Hat noch mehr Fleisch jetzt auf dem Keller. Auf dem Keller, auf dem Herd. Super. Ist auch gleich, ich hätte noch gekocht. Jupp. Wobei ich bin eigentlich relativ gut versorgt. Aber ja. Nein, ich nehme. Zack. Zack. Haus rein.
Wo bist du? Da, ja. Du stehst drauf. Ah. Oh. Ha. Hat's geschmeckt. Richtig gut ausgestattet, du. Super. Also ich glaube, darunter können wir öfters. Vielleicht bauen wir da auch so eine Schlingfalle auf. Also eine Bogenfalle. Ich hab halt nur die Vermutung, wenn man sich da nicht drum kümmert oft. Das ist verreckt. Das ist ein verrecktes Zeug. Ja. Genau so. Also gehen wir lieber hin und jagen es mit Pfeil und Bogen. Ja. Ich glaube, das ist immer effektiver dann. Ja, kann gut sein. So, also. Ich besorge jetzt noch ein bisschen Holz. Mhm. Und weil wir brauchen jetzt noch Holzbretter da unten. Für die Kiste. Und dann schauen wir mal weiter. Dann verbleiben wir jetzt mal. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Lasst einen Daumen da, kommentiert, Abo. Und ganz wichtig, Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr Bescheid, wenn wir ein neues Video hochladen. Ja? Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssli.